Bei dieser Aufgabe handelt es sich um eine einfache Grundaufgabe zur Bestimmung des Prozentwertes. Ich fange an, dass ich mir zum Beispiel den Text erstmal durchlese und womöglich wichtige Informationen markiere, etwa mit einem Markerstift. Wie zum Beispiel eine Trefferquote von 80% beim Elfmeterschießen und es sollen 20 Elfmeter geschossen werden. Mit wie vielen Toren ist zu rechnen? Als erstes schreibe ich mir die Informationen auf, gegeben und gesucht. Und dabei verzichte ich nicht darauf, dass ich einfach nur hinschreibe, g ist gleich, p Prozent oder was auch immer, sondern ich notiere das erstmal. Das ist bei diesen Aufgaben noch etwas unnötig, wie einige vielleicht denken werden, aber man sollte sich dran gewöhnen, damit man bei den schwierigen Aufgaben hier nicht einen Fehler macht. Trefferquote 80%. Das ist im Prinzip ja ein Anteil und Anzahl Elfmeter sind 20 Stück. Und gesucht ist die Anzahl der Tore. Man sollte sich erst wirklich alles aufschreiben, damit man entscheiden kann, was was ist, weil manche Werte, die zunächst mal als Grundwert erscheinen oder als Prozentwert, können dann vielleicht auch das Umgekehrte sein, je nachdem, wie eben die Aufgabenstellung ist, also zum Beispiel was gegeben ist. In diesem Fall ist die Prozentangabe natürlich das P%. Die 20 ist der Grundwert. Das erkenne ich auch daran, dass es hier eben heißt, es sollen 20 Elfmeter geschossen werden. Mit wie vielen Toren kann sie rechnen? Da geht es also darum, dass man schaut, aufgrund der Trefferquote, wie viel von den geschossenen Elfmetern werden also reingehen. Und damit ist der Prozentwert, also der Anteil, der diesen 80% entspricht, dann die gesuchte Zahl W. Für die Rechnung schreibe ich als erstes mal allgemein auf, wie diese drei Werte zusammenhängen. Also der Grundwert mal dem Prozentsatz gibt den Prozentwert. Aufgrund der gegebenen Werte könnte ich dann eben einsetzen 20 mal 80% ergibt das gesuchte W. Oder anders, W ist gleich 20 mal 80%. So, das Ganze kann man mit dem Taschenrechner ausrechnen. Indem man dann zum Beispiel für die 80 die Prozenttaste verwendet und dann habe ich 20 mal 80% und das gibt 16. Damit habe ich die Antwort 16 Tore schießen. Das ist natürlich nur eine ungefähre Angabe, denn diese 80%, das ist ja ein Erfahrungs- oder Durchschnittswert, aber so in etwa 16 Tore werden das dann sein.